Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Nach dem großen Erfolg des Mystery Ranch 3-Day Assault Pack haben wir heute für euch den 2-Day Assault Pack. Mit einer der meistverkauften Rucksäcke von Mystery Ranch aus den USA ist der 3-Day Assault Pack. Hier haben wir jetzt eine kleinere Version für den täglichen Gebrauch, weil der andere doch ein bisschen zu groß ist für die täglichen Kleinigkeiten, die man mit sich herumträgt. Deswegen gibt es dafür jetzt diese 2-Day-Version. Der 2-Day Assault Pack hat 27 Liter Volumen, wiegt ungefähr 1,3 Kilo, ist von der Höhe her knapp 50 cm hoch, ungefähr 30 cm breit und die Tiefe haben wir 13 cm ungefähr. Hängt ja immer davon ab, was man reinlädt. Mystery Ranch ist ja ein amerikanisches Unternehmen, hat auch am Anfang nur in den USA produziert, hat dann später im Laufe der Zeit die Produktion zum Teil in die Philippinen ausgelagert, jetzt auch Vietnam, wo der Rucksack herkommt, allerdings unter höchstem Qualitätsstandard und mit amerikanischen Materialien. Wir haben hier 500 Deco Dura, Duraflex Buckles und YKK Reißverschluss, also wirklich absolut hochwertig gearbeitet und da sitzt auch immer einer, der dann entsprechend nochmal eine Endkontrolle macht. Wir haben da auf der Messe schon mal mit Mystery Ranch gesprochen und es ist tatsächlich so, dass die Mitarbeiter selbst nur unterscheiden können, aus welchem Land die Produktion kommt, wenn sie auf das Label schauen, weil die wirklich von der Verarbeitung her absolut top sind. Kann ich auch nur bestätigen. Ich habe selber einen Mystery Ranch Rucksack, einen größeren, den trage ich schon seit Jahren und der ist in den Philippinen gemacht. Da sieht man überhaupt keinen Unterschied zum US-Modell. Man hat die Produktion nach Fernost verlegt, einfach aus dem Grund, dass für den europäischen Markt die Produkte günstig bleiben und man nicht hier die teuren Importgebühren und Versandgebühren aus Amerika hat. Ne? Weil wenn Mystery Ranch aus Amerika gekommen ist, hat der gleich 600-700 € gekostet. Und hier aus Fernost sind die Rucksäcke dann ein ganzes Stück billiger und erschwinglich für den europäischen Markt. Von der Ausstattung her haben wir an der Rückseite einen Tragegriff und hier natürlich dick gepolsterte, anatomisch geformte Tragegurte. Bei Mystery Ranch ist es so, das Tragesystem selbst hat eine spezielle Verstellung. Ihr habt immer eine Tasche hier oben drin, die man mit einem leichten Ratsch aufmacht. Und da drin befindet sich eine Schneeschaufel. Das sieht zumindest so aus wie eine Schneeschaufel. Die ist jetzt dafür da, dass ihr die quasi in den Raum hinter der Tasche packt und damit dann den Klett auftrennen könnt. Damit ist jetzt das Rückenteil komplett verstellbar. Kann ich die Größe einstellen, gibt es in zwei verschiedenen Größen, SM und LXL. Und da könnt ihr das dann so anpassen, wie es euch gefällt. Bei dem hier wäre es jetzt nicht so wichtig, weil der hat keinen richtigen Beckengurt, also keinen stabilisierenden Beckengurt, der Last übernimmt, sondern einfach nur was, um den Rucksack am Bauch zu fixieren. Aber ansonsten könntet ihr damit hier entsprechend die Größe einstellen. Wenn ihr fertig seid, zieht ihr das einfach raus, drückt einmal das Klett an und könnt dann das Teil wieder in die Tasche stecken. Das ist dann auch gleichzeitig noch eine Art Framesheet für den Rücken, die dann entsprechend auch noch ein bisschen Stabilität und Struktur für den Rucksack gibt. Um euch das Einstellen etwas leichter zu machen, habt ihr hier Markierungsstufen, damit ihr auch wieder wisst, wenn ihr jemand anders mal den Rucksack gebt, auf welcher Stufe ihr den hattet, ohne groß ausrichten zu müssen. Der Tragegurt hat Schlaufen für Trinksysteme, hat natürlich einen Brustgurt, wie sich das gehört, der ist höhenverstellbar und ansonsten wird er hier mit den D-Ringen eingestellt, also hat keine Fastex-Verschlüsse für einen schnellen Abwurf und oben hat man nochmal hier zwei Loadlifter-Straps oder Lastenübertragungsgurte, die das Tragesystem vom Rucksack separieren oder ranziehen, je nachdem, wie die persönliche Präferenz ist. Zum Thema Trinksystem, weil ich ja gesagt habe, hier gibt es Schlaufen für ein Trinksystem. Der Rucksack hat jetzt keine dedizierte Öffnung für einen Trinkschlauch. Allerdings ist hier
eine Öffnung für ein zusätzliches Fach. Und wenn man die einfach ein kleines Stück weiter oben aufmacht, kann man hier den Trinkschlauch ohne Probleme herausführen. Wenn man denn ein Trinksystem nutzen will bei einem EDC-Pack. Wenn wir schon mal hier auf der Seite sind, dann zeige ich euch auch gleich mal hier das erste Fach. Das ist nämlich das große Deckelfach. Wird über Zipper bedient. YKK, habe ich ja schon gesagt. Und die Reißverschlüsse sind wasserdicht. Da habt ihr ein großes Meshfach. Am besten halte ich es mal von der Seite hoch, dass ihr es sehen könnt. Also da ist wirklich richtig Platz, um nochmal große Gegenstände unterzubringen. Ist auch nicht weiter unterteilt. Für kleine Gegenstände habt ihr auf der Oberseite ein kleines Fach, wo ihr zum Beispiel euren Schlüssel oder Portemonnaie oder sonstige Gegenstände unterbringen könnt. Ist nicht gepolstert, das heißt, ihr könnt da zwar eine Sonnenbrille reinpacken, hat dann aber keinen zusätzlichen Schutz. An den Seiten hat man wie beim großen Bruder, dem 3-Day Assault Pack, zwei elastische Taschen, wo ihr auch große Trinkflaschen unterbringen könnt. Also die sind wirklich ausladend groß. Ich habe hier mal eine Thermoskanne aus dem Stefan seiner Küche geklaut. Die passt hier zum Beispiel rein. Ein Liter Nalgene würde passen. Also selbst hier eine Kantine von der US-Armee passt da von der Breite ohne Probleme rein. Natürlich gibt es eine Ablauföse auf der Unterseite, damit das Wasser, wenn der Gegenstand nicht dicht ist, ablaufen kann. Gehört sich natürlich auch so. Ihr habt an den Seiten einmal Molle, klassisches Molle, kein Lasercut, wo ihr nochmal zusätzliche Ausrüstung unterbringen könnt. Und einen Kompressionsriemen, der den Rucksack in der Tiefe komprimieren kann. Zusätzlich ist dann ein zweiter Kompressionsriemen, der ist aber nur vorne eingehängt. Der geht also nicht über die Tasche drüber, sondern startet hier und da auf der Seite. Der Mollebereich wird auch auf der Front fortgesetzt, das heißt auch hier wieder entsprechend Schlaufen über Schlaufen, um noch zusätzliche Ausrüstung unterzubringen. Und dahinter verbirgt sich das patentierte und bewährte Trizip-Design von Mystery Wrench. Habt ihr quasi die Möglichkeit, den Rucksack als Toploader oder als Frontloader zu nutzen, ohne jetzt mit mehreren Reißverschlüssen zu arbeiten. Das heißt, ihr könnt hier einfach in der Mitte die obere Hälfte aufziehen und habt dann Zugriff aufs Hauptfach, ohne den Rucksack komplett zu öffnen. Oder aber ihr macht zusätzlich noch die Front auf oder auch nur die Front. Deckel könnte auch zubleiben, um dann den Inhalt des Hauptfaches einzugreifen oder einzusehen. Bei der Innenunterteilung setzt Mystery Wrench auf fest verbaute Taschen. Ihr habt also keine Klettflächen, wo ihr hier nochmal zusätzlich Taschen anbringen könntet. Dafür aber rechts und links schon mal eine Mesh-Tasche für Kleinigkeiten und vorne eine tiefe Slot-Tasche, wo man dann Handschuhe, Mützen oder auch Trinkflaschen würden da auch reinpassen. Das ist überhaupt kein Problem. Und an der Rückseite habt ihr hier ein leicht gepolstertes Fach. Das hat vorne einen ganz flachen Einschub für Papier, Unterlagen, Kataloge, Prospekte und dahinter ein Laptopfach. Ich habe jetzt hier mal zwei Laptops reingepackt, also es würden sogar zwei Laptops passen, das wäre überhaupt kein Problem. Einfach nur, um euch zu zeigen, es passt ein 17 Zoll Notebook von der Größe rein. Das lässt sich dann aber nicht über die zusätzliche Öffnung herausnehmen. Die zeige ich euch gleich. Nur, dass ihr es schon mal im Hinterkopf habt, 17 Zoll passt von oben rein, aber nicht von der Seite. Nehmen wir das mal raus. Dieses Fach kann auch für Trinkblasen genutzt werden. Da habt ihr dann hier entsprechend nochmal eine Aufhängung für die Blase und den Durchlass, wie gesagt, hier über das zusätzliche Fach oder die zusätzliche Öffnung. Die ist nämlich hier an der Seite und da könnt ihr ganz einfach, wenn der Rucksack schwer bepackt ist und ihr ihn nicht öffnen wollt und nur ans Laptop ran wollt, von der Seite das Laptop herausnehmen. Das geht allerdings nur mit einem 15 Zoll Notebook, das heißt, 17 Zoll würde hier in dem Seitenfach nicht passen. Das geht nur oben. Auch auf der Unterseite habt ihr Molleschlaufen, allerdings sind die sehr breit gehalten, also quasi doppelt so breit wie eine reguläre Molleschlaufe, um da nochmal mit Gurten eine Jacke befestigen zu können oder auch eine Isomatte, wenn ihr mal eine kurze Übernachtung plant und nicht viel Zeug mitschleppen wollt. Das wäre also hier auch kein Problem. Hier sieht man jetzt auch nochmal schön die Ablaufösen von den Seitentaschen. Unser Fazit. Ich bin ein großer Mystery Wrench Fan und ich habe den 3-Day Assault Pack eigentlich nur abgegeben, weil er mir zu groß war für das, was ich so an täglichen Sachen gebraucht habe. Den großen Mystery Wrench habe ich, wie gesagt, noch den Sattel mit 60 Liter hat er, glaube ich, oder 50. Und der hier ist jetzt wirklich perfekt fürs tägliche Tragen, für Kleinigkeiten. Als Commuter sagt man ja auf Neudeutsch hier Commuter Pack, wo man ohne Probleme einen Laptop unterbringen kann und alles, was man noch so an Kleinigkeiten hat.
Ihr bekommt den Mystery Ranch 2-Day Assault Pack und alle anderen Packs von Mystery Ranch bei Recon Company. Den Link zu Recon Company blende ich euch unten ein. Wenn ihr noch Fragen zum Produkt habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Am Polster habt ihr hier Markierungen, wo man nochmal sieht, wie weit ihr es rausgezogen habt. Also hier stehen jetzt keine Größenbezeichnungen da, aber zumindest könntet ihr damit dann halt schon mal schätzen, wie weit ihr entsprechend rausgeht, damit ihr eine erkennbare wieder... Für die kleinen Gegenstände habt ihr auf der Oder... Auf der Oderseite.